Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongol Ziakom von den Frakta und ich bin wieder in Seam Hospital. Ich hatte gerade so ein bisschen meine Problemchen mit dem Spiel, weil es ist ja so, ich habe das Spiel zweimal. Ich habe einmal die alte CD-Version und ich habe die Origin-Version, die sie mal bei Gelegenheit hier verschenkt hatten. Übrigens an der Stelle nochmal Dankeschön. Und das ist jetzt die Origin-Version, weil ich meine CD-Version... Die kriege ich zwar zum Laufen, das habe ich ja im allerersten Video zum Spiel auch gemacht, aber da funktionierte der Sound irgendwie nicht so, wie ich das wollte. Das hat mich geärgert und wie ich dann habe ich einfach die Origin-Version probiert. Die lief beim letzten Mal eigentlich ganz gut, aber dieses Mal hat sie irgendwie rumgemuckelt und hat wie ein bisschen geleckt. Also übrigens, sorry, ich bin erkältet. Hat irgendwie wie geleckt und das war natürlich dann nicht wirklich spielbar, zumindest mit Spaß. Jetzt habe ich ein bisschen rumprobiert, weil in der normalen Version, also wenn man es normal sich selbst installiert in die DOS-Box, kann man natürlich bei der DOS-Box oben, kennt ihr ja, Button bearbeiten, kann man einstellen. Das geht hier so nett, aber es gibt so eine kleine Datei, die könnt ihr mit dem Notepad oder Editor könnt ihr die öffnen. Da gibt es halt auch Einstellungen und da habe ich ja mal geguckt und bei CPU. Und da steht standardmäßig Auto drin und da habe ich jetzt mal 40.000 Cycles eingefügt und jetzt läuft's. Also, falls jemand das auch das Problem hat, dass es bei ihm, als ob es lecken wird. Ja. So, jetzt aber mal spielen. Ja. Immerhin, neues Krankenhaus. Jetzt, warte mal, ein Fenster kriegt der von mir so noch. Na? Aber einerseits. Ja, guck, ein Fenster kriegt der von mir. So, Na ja, komm, das macht die glücklich. So. Krummel, krummel. So, Rezeption. Ich nehme an, dass das ein bisschen größer wird. Da schadet es vielleicht gar nicht. Ah, das ist so ein bisschen. So. Ja, ja, immer geschmeidig bleibe. So. Dann kümmern wir uns gleich. Wir machen gleich noch eine Allgemeinmedizin auf. Dann sind die gleich hier am Eingang, werden die abgefrühstückt. Da haben wir ein Fenster rein, das finden die immer ganz toll. Standardisiertes. Ne, warte mal, den brauchen wir nicht. In den Räumen selbst habe ich den Eindruck, ist es nicht so notwendig. So, dann machen wir jetzt noch. Bank davor und dann machen wir noch ein Getränkeautomat und da brauchen wir dann aber ein Pflänzchen noch. Weil die Pflanzen, die machen wir besser so in die Mitte rein. Ja, 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 ja. Immer locker bleibe. So, wen haben wir denn da? Die taugen ja alle nix. Da stellen wir erstmal eine ein. Für den Anfang langt die. Die gute schon weg. Ah, der taugt was. Gott. Schon mal für die Zukunft vorgebaut. So, Diagnose, allgemeine. Wir haben auch da, damit die Leute glücklich sind. Bank rein. Da macht dort drüben Getränkeautomat, damit die nicht so weit laufen müsse. Ja, der normale Patient, der will nicht herumlaufen. So, eigentlich können wir schon mal öffnen. Und Diagnose, wenn man noch die Psychiatrie gleich hier da vorne dazu, damit die auch gleich abgehakt werden.
Ich meine, der Raum ließ sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser nutze, aber andererseits. So, da machen wir ein bisschen Krempels rein. Da stehen die nämlich drauf. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir. Ach, guck mal, der Elvis ist schon da. So, solange wir Kohle haben, sollten wir auch gleich weiterbauen. Auch hier wieder die Station, die ist wichtig, meiner Meinung nach. Die kann ruhig ein bisschen größer sein. Gucken wir mal, ob wir noch eins reinkriegen. Sehr schön. Machen wir gleich zwei und noch ein Feuerlöscher. Machen wir mit in den Raum, ist egal. Mitteilung an die Patienten: Kreditkarte bereithalten. So, und jetzt wäre eine Toilette eigentlich noch was Sinnvolles, aber auch noch ein Raum für einen Personalraum. So, dann machen wir noch eine Toilette vor. Allgemeinmedizin. So. Wir wissen nicht, was die Habe, ha? Bevor die sterbe, schicken wir die lieber heim. Ist zwar nicht gut für den Ruf, aber immer noch besser als, wie gesagt, wenn sie sterben. So, wir müssen es aber direkt vergrößern, wenn ich das richtig sehe. Brauchen aber nicht unbedingt so ein riesiges. Der langt uns erstmal. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Oh ja, wir haben nicht genug Ärzte. Toll. Wir haben keinen Psychodoktor. Deshalb können wir dem nicht helfen und den nicht diagnostizieren. Die Pharmathek ist wichtig. Die braucht auch eigentlich nicht viel Platz. Bitte zur allgemeinen Diagnose. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Auch noch eine Schwester. Oh Mann, die können ja echt gar nichts. Oh, warte mal, wir brauchen auch noch so einen Handlanger. Die Hokuspokus. Alles klar. Eine Schwester auf die Station, bitte. Ja, komm, egal. Hauptsache, wir haben eine. Wir können sie immer noch rausschmeißen, wenn wir eine bessere finden. Die Kohle können wir mitnehmen. Moment ist er noch nicht so voll.
Wie sieht es eigentlich aus mit der Heizung? Sind sie alle happy? Nee, sind sie nicht. Saumagen. Sehr schön. Toll, der erste Tote. Ja, soll ruhig kommen. Warum wuselt die Anna eigentlich stehen rum? Soll ich mal schaffen? Erbrechen verboten. Wir haben einen umgebracht. Das liegt daran, dass das Medikament nur 90% hatte. Das heißt, wir brauchen irgendwann eine Forschungsabteilung. Im Moment wäre es aber natürlich wichtig, einen Psychodoktor mal zu bekommen. Gut, der hat immerhin Forschung drauf, gell? Ja, toll. Da brauchen wir gerade noch den Forschungsraum, damit wir die Medikamente etc. verbessern können. Komm, knallen wir da noch einen rein. Wo ist jetzt der Forschungsonkel? Forsch du mal. Mir ist keiner dazu gekommen. Oh, die ist auch gut. Schmeißen wir die raus, die waren nämlich nicht toll.
Naja, sobald wir einen Psychofuzzi kriegen können, stellen wir einen ein. Der Chirurg. Oh, da ist ein Füß. Oh, der ist aber schlecht. Oh, ich brauche Fortbildung. Schon mal den. Ach, jetzt ist er wieder weg. Schicken Sie nach Hause. Ich habe im Moment kein Geld für eine Chirurgie. Ich müsste hier ein ganz neues Gebäude kaufen, um eine OP zu bauen. Und das mit 5.000. Die Kohle haben wir nicht. Müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Es wäre jetzt gut für unseren Ruf, wenn man immer Leute heimschicken müsse, aber es hat ja sonst keinen Sinn. Ist das der Psycho? Nö, das ist ein Forscher. Den brauchen wir gerade hier nicht, der kann sich ruhig mal fortbilden. Weil ich gar nicht mehr genau weiß, ob der das allein kann, indem er da einfach drin ist. Oder ob er einen braucht, den unterrichtet. Aber ich glaube, unterrichten braucht man nur einen, wenn einer einem anderen was beibringen soll. Also wenn er noch Zusatzqualifikationen bekommen soll. Komm, dann hocken wir gleich rein, dann kann er sich auch noch verbessern. Ja, ich brauche aber Ärzte, die was können. Und dann habe ich lieber jetzt. Nein, 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 nein. Der soll das nur reparieren. Immer darauf achte. Und deshalb auch ganz viele von diesen Feuerlöchern rein, damit, wenn es Erdbeben gibt oder so, dass die Dinger nicht sofort explodieren. Weil dann ist der Raum kaputt. Und dann, also den Raum kann man dann nicht wegmachen. Ja? Man verliert wirklich den ganzen Raum. Tja, schwer zu sagen, ob er wirklich besser wird. Muss man beobachten. Ja, dich brauchen wir da gerade nicht. In der Lüftung kannst du dich ein bisschen regenerieren. Schlafkrankheit. Ich kümmere mich drum. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Na toll. Was brauchen die eigentlich? Ah, Pharmatheke. Okay, ja gut. Sehr schön, das Medikament wird verbessert. Deshalb ist es halt echt wichtig, dass man immer jemanden da. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Dass man halt hier Forschungsabteilung hat.
Ja, aber ich habe kein Geld für eine Chirurgie. Sobald ich genug Kohle habe und mir noch einen zweiten leisten kann, zweiten Chirurg, dann gerne. Von denen brauchen wir immer ein paar Knaben, damit es halt sauber bleibt und die gießen und so. Und was sagt er? Gut gehen, Laberababe. Sehr schön. Ruf hat sich wieder verbessert, weil wenn mehr Leute wegschicke. Der würde natürlich auch von alleine nach Hause, Quatsch, dahin gehen zur Erholung. Aber erst wenn er einen bestimmten kritischen Wert erreicht hat. Und so ist es mir lieber. Was habe ich beim Psychofuzzi hingekommen? Ah, da ist er. Lüfter wurde verbessert, sehr schön. Gut, die Spitzzungenreibe lohnt auch noch nicht wirklich. Na, warum kommt denn da keiner? Machst du das halt schnell? Stell dich nicht so an. Ich sehe schon, ich habe gar keine Zeit, die auszubilden. Ich brauche die Ärzte woanders. Aber wir holen uns jetzt noch den kleinen Raum, damit mir die Spitzzungen reibe und vor allem den OP irgendwann mal leisten können. Also wichtig ist jetzt erstmal ein großer OP. Erster Platz. Achso, ja, nicht wirklich, gell? Bei der besten Liste. Okay, der reichste sind wir schon mal nicht. Wir haben aber das höchste Gehalt. Aha. Wir haben einen umgebracht. Wir haben 16 geheilt. Ja, wir haben nur 30 Besucher, aber insgesamt sind wir nicht schlecht. Und wir haben. Oh. Tja. Immerhin.
Das ist, der Ruf ist auch was wert. Ich brauche echt mal dringend. Halt, warte mal, der. Ich brauche einen Psychiater und ich brauche einen Chirurg. Ach, die haben schon wieder forscht. Ach nee, ich habe kein Geld. Es hat ja keinen Sinn, die müssen halt normal arbeiten. Ich habe keine Zeit, um die auszubilden. Da haben wir noch einen Psycho. Der kann halt leider auch nichts. Na egal. Er muss es halt im Betrieb lernen. Ja. So, weil der Typ drin hockt. Nee, ist okay, bleibt drin. Ja, ich weiß, ich würde ja auch gerne einen einstellen. Aber ich kann es halt leider nicht herzaubern. Ja, ist ja okay. Wo frieren die eigentlich? Na ja, komm mal da fort. Knall mal ein bisschen hoch.
auf die Station, bitte. Gute Schwestern sind was wert. Die will ich ja nicht riskieren. Obwohl, die ist echt gut. Ich stelle mal noch eine ein. Weil eine muss ja ab und zu mal sich ausruhen. Die wird nämlich auch gleich da reingehen. Kann ich den nicht aus dem laufenden Betrieb mal kurz rausnehmen? Normale Ärzte kriege ich und die sind auch nicht so teuer, das geht, aber Quatsch, teuer, also gut ausgebildet, aber einen guten Chirurg bekomme ich eben nicht. Ja, wer von euch beiden Nasen geht. Der ist etwas besser. Sag mal, Jungs. Nicht rumlaufe. Schaffe. Toll. Oh, warte mal. Der ist ganz akzeptabel. Oh, und ich habe kein Geld. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Wo ist Anne? Sonst lieber ein bisschen friere. Ich muss aber Geld sparen. Sehr schön. Dann kann ich den nicht auch noch feuern. Das Geld kann ich mir nämlich sparen. Ich habe lieber einen guten Arzt, der wirklich was schafft. Wir entschuldigen uns für den Müll. Ja, wenn VIP kommen, sollte man die Heizung vielleicht ein bisschen hochdrehen.
Dem ist mein guter Eindruck mache. Ja, dann schmeiß mal eine Schwester raus. Welche von den drei Schwestern ist nicht so gut? Die da. Ja, gib mir einen, dann. Wobei ich könnte einen guten zweiten Psycho-Fuzzi einstellen, wenn ich den einen krieg. Falls einer schlapp macht und der könnte dann den einen Forscher ersetzen, den ich eh nicht wirklich brauche und der im Moment ruh dich aus, solange man dich dann nicht braucht. Ist ja toll, dass die Spitzzungenreibe verbessert wurde. Ich glaube, die wurde noch nie benutzt, oder? Achso, die haben noch gerade gebaut. Gar kein Geld hatten. Ja, wenn wir mal genug Geld haben, können, bauen wir auch gerne eine Spitzzungenreibe, gell? Ich weiß, dass die noch nicht besetzt ist, die zweite. Aber im Moment ist nicht so viel Betrieb, dass wir die zweite unbedingt bräuchten. Und die kostet ja auch Geld. Oh, die ist aber gut. Im Moment haben wir aber keine Kohle. Aber wirklich nicht. Tja, Freunde der Nacht, gib mir eine zweite, zweiten Chirurgen und dann läuft das. Ah, da geht wieder sich. Wichtige Durchsage: Patienten mit Fernsehfieber treffen ein. Wo ist denn der Hubschrauberlandeplatz? Ah, hier vorne.
Na gut, zumindest haben wir jetzt genug Kohle, um die Zungenreibe zu bauen. Immer noch kein Chirurg. Es ist doch zum Mäusemelken. Der VIP eigentlich wieder weg? Ah ne, der läuft da rum. Bundesliga-Fußballer. Immerhin, der Knabe hatte genug Zeit, sich da ein bisschen zu bilden. Es geht natürlich schneller, wenn man so einen Meister-Heini hier reinstellt, glaube ich. Also, einer, der hier, ja genau, Berater-Skill hat. Sehr schön. Das hat ein bisschen Kohle gebracht. Dem könnte man sich schon langsam überlegen, ob man den nicht ersetzt durch einen neuen, weil der wird ja mittlerweile verbessert, aber die Verbesserung bei diesen Geräten ist, tritt er halt erst dann auf, wenn man die quasi ersetzt. Oh, sehr schön. Können wir gleich bauen. Hinten kommt eh sonst nichts mehr anderes rein. Genau, da muss auch eine Schwester hin. Aber eigentlich. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Jawohl. Er ist zwar nicht wirklich gut, aber wir haben jetzt ein Chirurgenteam. Sieben Ärzte, zwei Chirurgen. Die noch gerade die schlechtesten Ärzte sind. Ist ja eigentlich auch nicht gerade gut. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Wenn es mal wieder einen Psychiater gibt, hole ich mir noch einen. Der kann ich auch als Allgemeinmediziner arbeiten. Er ist direkt wieder abgekrümmelt.
Achso, der ist in die Entlüftung. Na toll. Dafür habe ich die Heizung hochgedreht. Spar mal wieder ein bisschen Geld. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Oh, die Hälfte des Levels. Okay. Da, schaff was. Da ruhe ich aus. Wenn du dich gerade nicht brauchst, dann ruhe ich aus. Wo ist denn der Chirurg eigentlich hingekommen? Sag bloß, er ist in die Diagnose. Ach Gott, der kriegt doch nichts raus. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Jetzt muss er aufs Klo. Oh Mann. Haben wir, dass der uns auf dem Weg zum Klon zurück irgendwie verstirbt? Vielleicht sollte schon eine Toilette hier unten irgendwo bauen, so eine kleine. Aber es ist echt kein Platz. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Toll, jetzt hängt die Maus am Rand fest. Ist ja auch geil. Was mach ich denn jetzt? Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ich krieg die Maus nicht mehr aus dem Rand raus. Das Problem hat ich auch noch nicht. Jo, die klebt fest, aber ich krieg die Maus nicht mehr aus der Ecke. Och, Kinders. Nee, ich kann sie nicht bewegen. Gar nicht. Ich kann klicken, aber die Maus nicht bewegen. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Ein bisschen Glück habe ich die Cloud-Autospeicherung. Dann.